Schatz, so. Ich hatte mal was mit dem Jonas, aber nicht der Rede wert. Warte mal, du hattest was mit Jonas? Was hattet ihr denn genau? Sex. Kalt, oder Schatz? Ja, ich bin eingefroren. Ich wärme dich zu Hause auf. Ja, ein heißes Bad oder so. Meiner? Moment mal, was? Hey! Was hast du? Ja. Wow. Wer ist Myla? Das ist Myla. Hey! Hi. Oh, wie geil ist das denn? Das ist echt verrückt. Na? Hi, ich hab gehört, du heißt Myla? Ja, hi. Myla, ich bin Olli, freut mich. Hi. Jonas? Du auch? Was machst du denn hier? Oh mein Gott, jetzt werde ich aber ganz verrückt. Ihr kennt euch auch noch? Ja, klar. Ja, ach, hi. Grüß dich, Jonas. Ich bin Olli, ja, hi. Hi. Ja. Was? Ja, wir wohnen seit ein paar Tagen hier. Wir sind hier ins Pferdl zurückgekommen. Mhm. Und ja, wir wohnen hier direkt um die Ecke. Wow. Wie geil ist das mit... Damit habe ich gar nicht gerechnet, euch hier zu treffen. Dich. Also... Ja, wir kennen uns ja noch nicht, aber ja. Was nicht ist, kann er noch werden. Ach, ja, klar. Sieht gut aus. Danke. Und weißt du, was wir direkt geschafft haben? Wir haben direkt geschafft, uns einfach auszusperren. Ach, so mies. Ach, die Scheiße. Toll. Ja, und irgendwie mussten wir ja die Zeit sinnvoll irgendwie überbrücken, so, ne? Und umkriegen, bis der Schlüsseldienst da ist. Ja, hab ich gesehen. Aber was haltet ihr von vielleicht mal zusammen Kaffee trinken? Dann lernen wir uns auch mal kennen und so. Ein bisschen unbedingt? Quatschen. Klar. Ja, also, Schatz, wenn du willst, können wir auch direkt jetzt dann, also irgendwann heute, einen Kaffee trinken. Ja. Ich meine, wir wohnen hier. Ach, direkt hier in der Wohnung, das ist unser Eingang hier. Genau. Also wenn ihr in eure Bude reingekommen seid, dann kommt danach gerne vorbei. Gerne. Ein Schienchen oder so. Passt uns doch gut, oder? Auf jeden Fall. Später habe ich eh nichts zu tun, deswegen. Geil. Ja, dabei. Cool. Perfekt. Ja, schön. Das dann später. Ne? Ja, ich sag auch mal so. Jonas, dann sehen wir uns später, ne? Wir dann, sehen uns. Dann, gut. Bis gleich. Ja. Dann haut rein. So. Ciao. Ciao. Tschüss. Später. Wow. Du hast ganz schön wilde Freunde, muss ich sagen. Ich meine, sie haben sich ausgesperrt und einfach, sie konnten nicht abwarten, oder was? Ich hab's gesehen, Schatz. Ja. Ich, wow, was ist da los? Komm rein, es ist kalt. Boah, wird mir gleich ganz schwummerig. Ja, das wird. Nach der ganzen Scheiße mit der Bulimie von Jesse wäre es einfach gut, alte Freunde um sich zu haben. Und ich muss sagen, ich war auch ein bisschen neugierig, wie die beiden drauf sind. Brauchen wir sonst nichts? Irgendwas Spezielles? Oh, ich mach den Job. Jetzt geht's los. Okay. Ah, cool. Ja. Hallöle. Hi. Na? Hi. Na? Hey. Wir gehen durch in den Wohnschaftsbereich. Da sind wir wieder, ne? Ja. Na? Ne? Ist gut. Immer reinspaziert. Ja, genau. Hat dann alles geklappt cool. Im Schlüsseldienst? Ja. Ja? Alles ach, super, alles ist ja gut. Geklappt, ja, aber da... gibt's noch was? Wir wollten uns noch entschuldigen, weil die Begrüßung war ja schon ziemlich unangenehm. Ich meine, so vergessen wir auf jeden Fall niemals, wie wir uns kennengelernt haben. Ja, okay, das stimmt. Ja. Stimmt, so. Ja. Wollt ihr vielleicht einfach durch in die Küche? Dann können wir, ja? Kommt einfach mit, dann könnt ihr hier... Klar, wenn du willst, kannst du auch hier aufhängen. Ja. Hier ist das Bad und ja, das ist die Küche. Hier ist die Küche. Ja. So. Küche und Essbereich. Genau. Unser kleines Reich hier, ja. Schön. Danke. Aber also, hier wohnt ihr zu zweit, ist ganz schön eng, oder? Eine kleine Hundehütte hier. Ja, zu zweit ist es ja völlig nein, aber wir haben die besten Nachbarn dafür. Wirklich. Da hat sie also, auf jeden Fall recht. Teil Familie. Ihr könnt euch gerne, wenn ihr wollt, schon setzen. Ich würde euch was zu trinken holen. Ich habe es extra schon auf der Terrasse kalt gestellt. Irgendwas Bestimmtes? Wasser haben wir. Hol ich Wasser. Alles klar. Du, Schatz. Wow. Sorry. Wow, was erschreckst du mich so? Ey, sag mal. Die zwei, ja? Die sind ja wie aus einem Buch gemalt. Ich meine, die sind doch garantiert von so einem Teenie-Film. Die sind doch bestimmt schon seit Kindheitstagen sind die zusammen. Wahrscheinlich schon seit dem Kindergarten. Die Helden von der Schule, oder? Als Pärchen, schon immer. Die zwei sind ja völlig... Also, oder? Nee, also, Schatz, so... Ich hatte mal was mit dem Jonas, aber... Pff.
Rede wert. Warte mal, du hattest was mit Jonas? Was hattet ihr denn genau? Sex. Also, stopp, jetzt, bevor du hochfährst. Lass mich nicht. Das ist halb so wild. Wir waren nie verknallt, wir waren nie zusammen. Aber wir sind einmal als Teenies abgestürzt zusammen wegen Alkohol und so weiter und so fort. Und dann ist halt passiert so, aber ich habe keinerlei Erinnerung mehr daran. Wir waren Teenies. Wie kann man denn an Sex keinerlei Erinnerung haben? Da muss man ja irgendwelche Erinnerungen haben. Du willst mir sagen, du weißt gar nichts mehr davon. Das zählt auch gar nicht richtig. Das war unser erstes Mal so. Was? Und ich. Oh Gott, das war dann auch dein erstes Mal. Komm jetzt klar. Willst du mich gerade hops nehmen hier? Ach du Scheiße. Komm, ist jetzt gut. Wir gehen jetzt hier rüber. Hier ist gar nichts gut. Aber ja, okay, wir gehen rüber zu Jonas, mit dem ich Sex hatte. Ich wollte es dir auch schon vorher erzählen, aber das war ja nicht wirklich. Es passte auch nicht in dem Moment. Und ich habe die beiden selber voll aus den Augen verloren und wusste nicht mal, dass sie jetzt anscheinend ein Paar sind oder whatever. So, von daher. Und ich meine, es ist nicht der Rede wert. Nein, absolut nicht der Rede wert, Schatz, auf gar keinen Fall. Du ich dich jetzt zusammen. Ja, ja. Okay, es ist ja völlig in Ordnung. Ne? Super, alles cool. So, Wasser. Ach ja. So. Ach, der Gläser, ne? Also, ja, nehmt euch ruhig, klar. Ja. Ich wusste es doch. Auch wenn es gar keinen Grund dazu gab, wusste ich, dass Olli direkt wieder komisch werden könnte, wenn er halt von mir und Jonas erfährt. Ey, schon krass, dass wir hier so zusammensitzen, ne? Mhm. Und einen Kaffee trinken. Das ist richtig krass, tatsächlich. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Ne? Ja. Ich bin so. Ich meine, die wenigsten treffen ihre Schulfreundin wieder und sind auch mit der ehemals beste Freundin zusammen. Ja. Wer hätte das gedacht? Das ist schon wirklich eine absolut verrückte Geschichte, ja. Ja. Und ihr beide? Ich meine, wart ihr dann auch sonst immer schon allerbeste Freundinnen? Also Freunde, so wie ihr beide Freundinnen wart schon immer? Mal so, würde ich sagen. Ne? Teenies halt. Genau, Teenies halt, ja. Du sagst es. Aber was ich dir sagen kann, ist, sie war damals das schönste Mädchen auf der Schule. Wirklich. Aber wie sie heute aussieht, ne, kann man nicht toppen. Kann man nicht toppen. Ich war gleich rot. Da muss ich dir zustimmen. Die ist schon ziemlich süß. Dann nehme ich das von euch beiden mal als mein Kompliment, wenn sie gehört mir. Ja. Ja, das ist ein Bier. Ich würde auf jeden Fall mir jetzt ein Bier genehmigen. Möchtest du auch ein Bier? Du vielleicht? Du? Vielleicht. Nee, ich kann auf jeden Fall eins vertragen. Also. Ja. Für mich ist das noch zu früh. Vielleicht später. Ja. Alter, ich dachte echt, ich bin hier im falschen Film. Dieser Penner macht in einer Tour meiner Freundin Komplimente und niemand findet es strange? Bestimmt hat er die ganze Zeit dran gedacht, wie die beiden das erste Mal was miteinander hatten. So ein Penner, ey. Schatz, hast du den Kasten irgendwo anders hingestellt? Ich weiß nicht, da müsst ihr doch... Schatz, komm mal bitte eben kurz. Ist ja Wahnsinn, wo du alles hier hinstellst. Kasten meinst du denn? Wir haben doch kein Bier gekauft. Ja. Willst du mich verarschen? Ja, Schatz, hier. Guck mal, der muss da hier hinten irgendwo sein, oder nicht? Kannst du mal kurz? Sag mal, willst du mich gerade ein bisschen verarschen? Was geht denn da gerade drüben ab? Hier, Komplimente, die schönste Frau der Schule und immer noch die schönste. Und Scheiße. Und sie findet das auch noch in Ordnung? Das ist hier irgendwas, ist ja komisch, oder nicht? Ich wusste es. Das war mir so klar, du machst hier einen auf eifersüchtig, oder was? Spinnst du? Das war nur nett gemeint. Guck, Myla, die kommt auch super mit klar. Also solltest du das auch. Dass Myla damit klarkommt. Das war nur nett. Okay, aber ich find's trotzdem irgendwie schon ein bisschen komisch. Es war nur nett gemeint. Such du mal dein nicht vorhandenes Bier, ne? Ich suche das Bier, Myla. Ja, und du gehst mal zu deinen guten, besten Freunden allen. Mein Gott, klar war das schon ziemlich offen und ehrlich von Jonas. Aber so war er schon immer. Und wie übertrieben von Olli, dass er echt denkt, Jonas würde mich vor seiner Freundin anbaggern. So ein Schwachsinn. Thailand letztes Jahr, ne? Hab ich euch noch gar nicht erzählt. Nee. War mega geil. Wirklich mega geil. Ja. Die Sonne, die Menschen, kann man nicht stoppen. Geil. Wirklich. Cool, ey. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ziemlich platt von dem Tag. Ich muss sagen, ich bin voll kaputt und ich... Wow, wir sind auch schon voll lange eigentlich hier, ne? Und ich habe auch vergessen, meine Schwester, die hat eine Kneipe. Eine richtige Bar. Okay. Und ich arbeite da ab und zu. Und ich muss dir noch helfen, leider. Ich will euch nicht rausschmeißen, aber ist da ein bisschen Action habe ich noch. Schatz, du meinst wegen dem Getränkelieferanten, ne? Genau, wegen dem Getränkelieferanten. Hat sich erledigt. Du, die Melody hat mich angerufen, ich sollte dir ausrichten. Du sollst deinen Tag mit uns verbringen und den genießen. Du hast also frei,
alles schon erledigt. Meine Schwester, ich liebe sie. Dann habe ich einen freien Tag, ja. Ja, super. Auch schön. Ich bin auch schön. Aber ich bin trotzdem platt. Ja, ich bin aber, wie gesagt, guck mal, wir sind ja schon seit einer Stunde hier, ne? Und wir sind auch fast Nachbarn. Deswegen würde ich sagen, wir machen das einfach mal anders. Ne? Genießt euren Tag. Ne? Ist cool. Und, ja. Boah, ich war so glücklich, als Jonas und Myla endlich gehen wollten, weil ich konnte mir das Gelaber von dem einfach nicht mehr anhören. Dieser ach so tolle Fitnesstrainer, der ja einfach nur in den tollsten Stränden von Thailand abhängt und das Leben ja einfach nur genießt. Ja, nur dann kam Jesse und hat mir einfach einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber warum habt ihr keinen Cent mehr oder was? Ich muss so oder so mit dem Auto noch zur Werkstatt, ne? Mein Auto spinnt die ganze Zeit rum, macht mit den komischen Geräusche. Werkstatt? Ja, und ich kann das halt nicht. Ich bin zu blöd dafür. Autowerkstatt? Ja. Na, da hab ich hier den besten Mechatroniker der Welt. Ach, echt? Ja, der kennt sich nämlich mit Autos super aus. Das ist gar nicht so leicht. Man braucht da viel Werkzeug. Ich müsste deine Werkstatt und so. Das geht erst. Naja, das weißt du ja gar nicht, ob du so viel Werkzeug überhaupt brauchst. Du kannst ja erstmal nur gucken. Deswegen, der kann dir helfen. Da kannst du ein bisschen Geld sparen. Ja, das ist geil, aber, ne? Der macht das super gerne. Das der macht das richtig gerne und schaut da mal drüber, ne? Ihr seid ja jetzt auch unsere Freunde und so. Von daher, kein Ding. Ha? Okay, ich meine, wenn du es magst, wäre geil, aber. Musst du nicht. Er macht das gerne. Okay. Sehr gerne. Okay. Hätte jetzt ganz viel Zeit heute noch. Sorry, aber ich konnte es mir einfach nicht verkneifen. Die Vorlage mit dem Auto, die war einfach zu gut. Und Olli, der hat sich so albern verhalten, der hat es nicht anders verdient gehabt. Ansonsten läuft dir alles einwandfrei. Geil. Du brauchst also nicht in die Werkstatt. Das war ja einfach. Ja. Danke dir, Mann. Boah, du hast mein Leben gerettet, ne? Ach. Held des Tages. Quatsch, aber Held des Tages. Du, ich hätte das alleine niemals hinbekommen. Ich meine, ich sehe so aus, als würde ich sowas können, aber ja. Deswegen, kannst du nicht? Nee, kann ich nicht. Deswegen, ja, du hast mein Leben gerettet, auf jeden Fall. Dafür bin ich ja da. Ne? Ah, Handy klingelt. Du, ich muss eben rangehen, aber bin sofort wieder da. Ja? Klar. Hi. Alles gut. Hey, Olli! Was geht denn hier ab? Neue Karre oder was? Ja, nee. Das ist die Karre von Kamerad Schnürschuh hier, ja. Von Jonas. Ich hätte sie gegönnt. Der ist ganz entspannt. Ist aber nicht meiner. Er hat ein Problem, kannte sie nicht aus. Und Jesse meinte, es wäre eine gute Idee, dass ich ihm helfe. Jetzt habe ich ihm geholfen und eigentlich ist gar nichts an der Karre. Ach so, wie dem auch sei. Dann wünsche ich euch viel, viel Spaß. Und ich hoffe, ihr löst das Problem. Ich muss weg. Ja, ich hoffe auch. Hau rein, ciao, mach's gut. Ja. Ja, das letzte Mal war wirklich der Hammer, ne? Ja, wir müssen uns auf jeden Fall bald wieder sehen. Ne? Alles klar, ich melde mich. Ciao. So, Bro. Na, alles danke dir nochmal. Ja, alles gut. Klar. Danke, ne? Hast mir viel geholfen. Ach so, ja, war ja nicht viel, wie gesagt. Ja. Wer war das gerade? Aber trotzdem. Telefon. Warum? Family oder gibt's Probleme oder irgendwie? Family, so rede ich nicht mit meiner Familie. Das war nur eine gute Freundin. Ah. Nur eine gute Freundin. Nur eine gute Freundin. Mhm. Okay. Ja, dann würde ich sagen, hier ist ja alles geklärt. Ja, jetzt dann, läuft das Auto wieder, ne? Dank deiner Hilfe. Sollte laufen wieder alles. Also, danke, Bro. Ich habe nichts gemacht, im Endeffekt. Ja. Eine gute Freundin also, ja, ist klar. Also, mir war sofort klar, dass dieser Typ seine Freundin betrügen würde. Der Typ, der ist einfach ein Penner. So, ihr Lieben, also es war wirklich ein wunderschöner Tag. Wir haben jetzt fast den ganzen Tag miteinander verbracht, aber wir hatten noch echt viel zu bequatschen und nachzuholen. Ja, nach so einer langen Zeit war das echt richtig, richtig schön. Ja, dann bringe ich euch mal zur Tür. Ja, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Du auch, wir sehen uns auf jeden Fall. Tschüss. Tschüss, meine Süße. Das war so schön. Mach's gut, ja. Trinkt eure Sachen. Wir sehen uns. Ja. Wir sehen uns. Ihr seid ja echt fix jetzt zu Hause. Ich meine, wir sind ja schließlich Nachbarn, Leute. Deswegen sehen wir uns jetzt auch öfter. Das hab ich doch. Klar. Dann schönen Abend euch noch. Euch auch noch. Tschüss. Tschüss. Ciao. 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 Tschüss. Also, ich fand's richtig, richtig toll. Ja, ich fand's auch super toll. Schatz, komm mal kurz mit. Ja? Ja, setz mal hier hin. Ich muss erst mal von deinem tollen Freund Jonas erzählen. Ja, bitte. Der ist nämlich ein kleines, mieses Fremdgeherschwein. Okay? Spinnst du komplett jetzt? Hast du irgendwie Geister? Nein, ich hab gesehen? Nicht. Ich war gerade bei seinem Auto mit ihm und ich habe ein Telefonat mitbelauscht. Ich hab's einfach gehört, er hat einfach so geredet. Also. Und das, was er da gesagt hat, war eindeutig.
Hm? Ja. Okay, hat er denn eindeutig irgendwas von Sex oder sonstiges erwähnt? Natürlich hat er nicht gesagt, oh, wir haben Sex gehabt oder so. Aber er hat irgendwas von einer guten Freundin geredet. Aber so wie er mit der Frau am Telefon geredet hat, so redet man nicht mit einer guten Freundin, okay? Mhm. Ich weiß sowas und das hat nichts mit einer guten Freundin zu tun. Und weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet ja auch gleich, na, diese ganzen Komplimente hier, die er dir gegeben hat. Warum macht er das? Weil er auch an dich ran will, mein Schatz. Okay, jetzt reicht's, ne? Du musst dich mal in den Griff haben. Meine Güte, was bist du eifersüchtig? Jeder Blinder sieht, dass Myla und er übertrieben glücklich miteinander sind. Geht das auch in dein Erbsen hier langsam rein? Ey, wir sind nur Freunde und das wird so bleiben. Und ich werde weiterhin mit denen Zeit verbringen, ob du möchtest oder nicht. Ich stelle mich auch nicht bei dir so an. Ja, wer weiß, vor wie vielen Affären ich schon bei dir vorstand. Ne? Hör auf, krieg dich in den Griff. Wie kann man sich so darauf fokussieren, einer anderen Person so eine Kacke zu unterstellen? Ich weiß ganz genau, was ich gehört habe. Und ich habe den Unterton in Jonas' Stimme gehört. Der Typ geht fremd, ganz klar. Und Jessie, die wird es auch noch erfahren. Ich hoffe nur, dass er bis dahin die Finger von ihr lässt, diese Penner. Du weißt, dass du deinem Sohn in diesem... Ich möchte mit meinem Sohn reden und nicht mit dir. Soll ich dich mit einer Spritze im Arm verrecken lassen oder was? Das ist dein Leben und du bist eigentlich alt genug. Wenn du es wegwerfen willst, vor die Wand fahren willst, dann bitteschön. Dann aber ohne mich. Was soll denn die Scheiße? Quatsch mir hier die ganze Zeit voll. Ist doch scheißegal, was ich mache in meiner Freizeit. Ja, und mit einer Frau belästigt von einem Mann. Dem Mann, wir müssen helfen. Ich gebe es ja ungern zu und hätte nie gedacht, dass ich das mal sage. Aber ich war echt froh, dass André in dem Moment da war. Offene Beziehung halt, ja. Ja, ihr habt eine offene Beziehung. Ja. Ich habe meine Jessie und die ist für mich die Frau des Lebens. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie das von mir genauso denkt. Kann das sein, dass du ganz schön interessiert an dem Thema bist?